Moin, ich bin Leonie Landherr, ich bin 23 Jahre alt, bin gelernte Altenpflegerin und komme hier aus Wiesmoor. Ich möchte gerne Wiesmoors neue Blütenkönigin werden, da ich schon von Kind auf an das Blütenfest immer mitbegleitet habe, ob auf der Bühne oder als Zuschauerin. Ja, und ich möchte Wiesmoor einfach gerne auch außerhalb der Stadt repräsentieren mit meiner offenen Art und ich denke, dass ich das ganz gut meistern werde. Moin, ich bin Yannick, bin 32 Jahre alt und möchte Blütenkönig werden, weil ich in Wiesmoor groß geworden bin. Ich arbeite hier, ich fühle mich hier super wohl und wollte schon immer mal mitmachen. Und nun ist es endlich möglich und deswegen bin ich dabei. Mein Name ist Kim Schlüter, ich bin 21 Jahre alt, komme aus Hinrichsfehen in Wiesmoor und bin ausgelernte Groß- und Außenhandelskauffrau bei Landgard bzw. ehemalig Nordwestblum, auch in Hinrichsfehen. Ja, und ich möchte Blütenkönigin 2023 werden, weil ich schon immer am Blütenfest beteiligt war, egal ob als Zuschauer oder als Moderatorin auf dem bunten Programm von der Niederdeutschen Bühne aus. Ich habe als Kind schon dort getanzt und dieses Jahr möchte ich einfach gerne nicht nur dabei, sondern eben mittendrin sein. Und deswegen möchte ich gerne Wiesmoor als Blütenkönigin repräsentieren. Moin, mir ist Kevin Jansen und ich möchte gerne Blütenkönig 2023 werden. Das Ganze hat mich ein bisschen angetrieben, weil ich vor 2 Jahren einen Herzinfarkt hatte und mich das dazu gebracht hat, mich selber weiterzuentwickeln. Und damit auch die Möglichkeit nutzen will, Wiesmoor weiterzuentwickeln, weil mich mit mir als Repräsentant. Mein Name ist Pia Weseler, ich bin 22 Jahre alt, komme eigentlich aus Papenburg, wohne jetzt aber in Holland und arbeite bei der Firma Enercon und habe durch eine Arbeitskollegin von mir vom Blütenfest erfahren. Und nachdem ich mich dann sehr viel da zu Hause mit beschäftigt habe und die Vielfaltigkeit von Wiesmoor ja, herausgefunden habe, habe ich mich dafür beworben und ja, ich habe mich sonst früher auch schon in meiner alten Heimat viel für solche Veranstaltungen interessiert und würde das hier jetzt auch gerne weiterführen und vielleicht auch neue Kontakte knüpfen. Moin, mein Name ist Ole Leister. Ich bin 19 Jahre alt und vielleicht kenne mich einige noch aus dem Jahr 2019. In diesem Jahr durfte ich der Blütenkönigin die Krone überreichen. Das war ein sehr schöner Moment für mich. Und nun möchte ich selber nach der Krone greifen. Ich lebe seit meiner Geburt in Wiesmoor und habe seitdem fast jedes Blütenfest miterlebt, auf der Bühne und im Publikum. Und dadurch habe ich, glaube ich, eine gewisse Leidenschaft und Liebe für Wiesmoor entwickelt und möchte Wiesmoor nur mit Stolz vertreten.